Hallo große und kleine Schnuffelnasen, ihr seid richtig, Steffis Duftlädle-Kanal. Ich bin eure unabhängige Sensi-Beraterin Steffi Strassner und ich sitze heute ein bisschen abseits, weil ich in dem Bereich hier ganz, ganz, ganz viel einblende. Heute geht es darum, was kommen wird im September und was uns verlässt im September. Und dann legen wir auch gleich los mit dem, was gehen wird. Es wird die Vajana-Kollektion gehen. Ihr findet das alles auf meiner Webseite unter Kollektionen und da ist auch die Vajana-Kollektion. Das heißt also, der tolle Hahn geht, der Body. Es wird gehen, alles, was die Kollektion betrifft. Erinnerung an euch. Die Bars könnt ihr euch sichern, beziehungsweise den Bar ist ja nur einer in dem Falle. Wer Spirit of Montunui behalten möchte, legt den bitte in den Club. Erinnerung an jene, die noch gar keinen Club haben: Ihr könnt diesen Monat noch einen Club abschließen und ihr bekommt 240 Punkte gratis. Ja? Man kann ja bei unserem Club Punkte sammeln, das dann wieder in Geld umwandeln. Und dann könnt ihr da auch noch Kohle, Geld mitsparen. Ja, also von daher 240 Punkte gratis für ganz, ganz neue Clubmitglieder. So, gilt natürlich nicht für diejenigen, die jetzt sagen, boah, ich habe ja schon einen Club, da lege ich mir noch einen Zwei-Monats-Club oder einen Drei-Monats-Club an. Das funktioniert dann leider nicht. So, also nur für die ganz Neuen. So, und jetzt legen wir los mit dem, was kommen wird. Es kommt natürlich eine neue Wiff-Box. Da sind wir schon ganz gespannt drauf, was drin sein wird. Es kommt die neue Duftlampe, dieser kleine Frankenstein, wo man die Halloween-Tage eingeben kann mit so einem kleinen Sticker. Immer weiter. Bis Halloween da ist im Oktober. Der wird kommen. Die haben wir ja schon besprochen, die Duftlampe. Und den Duft des Monats, Gimme Candy, haben wir ja auch schon besprochen. Ich fand den ja so lala, ja. Und einer meiner Kundinnen, die hier war, hat schon dran geschnuffelt und die fand den eigentlich richtig gut. Ja, also von daher, Duftproben sind im Übrigen fertig. Wer welche haben will, meldet sich. Und jetzt, was kommt jetzt? Und ich habe mir echt überlegt, wie bespreche ich das mit euch? Wie zeige ich euch das? Ich finde das Einblenden der Homepage und dann mich im Hintergrund immer relativ langweilig. Deshalb blende ich euch das jetzt alles hier ein. Ich spickel derzeit auf mein Handy. Es wird ein bisschen durcheinander, weil ich die Gruppen nicht zusammenfasse. Ich gucke praktisch drauf. Ihr könnt nämlich die Herbstkollektion auch schon sehen. Und dazu geht ihr bitte auf meine Homepage. Dann auf Kollektionen und da ist die Herbstkollektion schon vorgelistet. Das heißt, es geht los. Es wird Harry Potter mit drin sein. Freut euch drauf. Und es wird am Anfang gezeigt. Es wird einen Badreiniger geben, einen Sprühreiniger und einen Textilerfrischer in Apple Cinnamon Sticks. Ja. Ich klicke mal kurz, ihr seht mein Handy, ich klicke mal kurz drauf und Apple Cinnamon Sticks riecht nach Apfelschale, würziger, weißer Kürbis mit einem Hauch von Eiche. Ich bin gespannt, wie er dann direkt riecht, weil ich brauche, also den Textilerfrischer brauche ich jetzt in der Kombination herbstlich nicht, weil ich habe noch was als Herbstduft, aber der Sprühreiniger, der interessiert mich. Dann wird es eine kleine Lampe geben. Ja, ihr seht's. Elektrische Mini-Duftlampe Calvertia. Das ist ein kleiner Totenkopf mit ganz, ganz tollen, vielen Mustern drauf. Den kann man als kleine Tischlampe oder aber auch als Wandsteckerlampe kaufen. Wie gesagt, es ist ja alles hier jetzt eingeblendet. Dann wird es geben, Achtung, eine Handcreme in Cashmere und Corduroy und ein Badesalz in Cashmere und Corduroy. Ich lese euch die Duftbeschreibung vor. Hüllen Sie sich ein in Gemütlichkeit von cremiger Vanille, sizilianischer Bergamotte
und Kaschmir-Sandelholz. Den gibt es ja auch als Barduft im Moment zu kaufen, also Kaschmir und Corduroy, als Handcreme und als Badesalz. Dann wird es eine tolle Duftblume geben. Die Duftblume Dahlia Darling. Leute, das sind solche Zungenbrecher. Geht's euch auch so? Buttercup Belle kriege ich hin, aber Dahlia Darling kriege ich immer einen Zungenbrecher. In Cozy Vanilla Pumpkin. Sehr interessant. Vanilla. Ernte frischer Kürbis und warme, behagliche Vanille, abgerundet mit einem Hauch von Zimt. Ja, sage ich nur dazu. Wem das gefällt, der kann mal Daumen hoch machen in den Kommentaren oder schreiben, ob die Duftbeschreibung euch so gefällt, dass ihr ganz, ganz neugierig auf diesen Duft seid. Den Duft wird es auch als Pottduft geben. Cozy Vanilla Pumpkin als Pottduft. Und Kürbis darf ja nicht fehlen. Deshalb wird es die elektrische Mini-Duftlampe, ich zeige es euch mal kurz so hier rein, ja. Auch als Wandsteckerlampe oder eben auch als kleine Tischlampe geben. Im letzten Jahr hatten wir ja noch, es gibt ganz, ganz viele kleine Mini-Duftsteckerlampen und im letzten Jahr gab es eine, die war der Riesenrenner, die war ständig ausverkauft. Ich bin gespannt, wie es dieses Jahr ist, ob sie genauso der Renner wird. Es wird geben die Pumpkin Spice Everything's Nice Lampe, ja, als Wandstecker oder eben als kleine Tischlampe. Und in meinem Handy wird jetzt was angezeigt und ich sag's euch: Diese elektrische Duftlampe wird mit Sicherheit, und ich verwette da meinen Hintern drauf, ganz, 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 ganz schnell ausverkauft werden, weil alle Leute, mit denen ich gesprochen habe und alle die, die ich im Internet gelesen habe, möchten die Fail Fairy Tale haben. Und Fail Fairy Tale ist wirklich eine ganz, ganz tolle Lampe. Mir gefällt sie auch gut. Ich werde sie euch oder ich werde sie mir gönnen. Ja, die ist total toll. Ja, die hat so kleine Punkte im Kürbis, das ist die Kürbislampe, ja, ihr seht sie ja hier neben eingeblendet. Ich klicke mal ein bisschen auf die Bilder. Im Dunkeln auch total schön, weil sie da so eine Musterung hat. Mich erinnert es an Sterne, ja, mich erinnert es an Sternenhimmel im Herbst. Ist eine große Duftlampe. Sie hat 20 Watt und wird circa 16 cm hoch sein. Ich kann es euch noch mal vorlesen, wie sie beschrieben ist. Verspiegeltes Quecksilberglas und ein verträumtes Glitzern heben dieses Stück vom Rest ab. Das stimmt wirklich. Das ist wirklich eine wunderschöne Lampe. Dann gibt es eine Lampe, wieder als kleine Tisch- oder als Wandsteckerlampe. Ich habe die mir jetzt ganz, ganz lange angeguckt. Und ich bin ja auch so ein bisschen, ja, manchmal so in die Richtung Halloween bin ich ja sowieso super Fan von, ja. Und habe mir überlegt, gefällt es mir oder gefällt es mir nicht? Ich bin mir immer noch unschlüssig. Auf der einen Seite finde ich es super cool, auf der anderen Seite denke ich mir so, wohin damit? Also klar, auf den Halloween-Tisch oder die Dekoration passt die super. Es geht um die, ich tippe sie mal groß an, um die Ghoulish Grip. Und die Ghoulish Grip ist ja so eine Skeletthand um die, also so eine silberne Skeletthand um die Lampe drumherum. Ja. 9 cm aus Keramik ist sie, kann ich euch sagen. Möchte jemand ein Getränk? Eine Skeletthand greift nach ihrem Lieblingsgetränk, während ein dramatischer Farbkontrast für Aufsehen sorgt. Also diesen Farbkontrast, die meinen dieses Silber in Schwarz. Aha, okay, ich wollte schon sagen, wo sehen die denn da einen Farbkontrast? Aber klar, die silberne Hand. Ja, also ich bin noch ziemlich unentschieden. Ihr dürft das bitte, bitte, bitte auch in den Kommentaren hier ja, mal mitteilen, ob die euch gefällt oder euch nicht gefällt.
Dann gibt es eine Mini-Duftlampe auch wieder als Tisch- oder Wandsteckerlampe. Die Gilded Leaves, die gab es letztes Jahr auch schon. Ja, meine Bekannte hat sie mir leider entführt. Schon letztes Jahr, weil die so toll fand. Und zwar sind das ganz filigrane Blätter auf der Lampe abgedruckt. Und ich fand die auch wunderschön. Die ist so ein bisschen Gold gehalten. Ich lese es euch mal kurz vor. Zauberhafte Gold. Akzente betonen die Schönheit der Herbstblätter in diesem traumhaften Stück. Das stimmt wirklich. Also mir gefällt sie nach wie vor sehr, sehr gut. Ups, jetzt habe ich einmal zu weit getippt hier auf meinem Handy. So, dann wird es geben die 3D Scent Circle für den Herbst im Dreierpack. Also wer auf Scent Circle steht, der darf sich auf die Düfte Cozy Vanilla and Pumpkin freuen, Marble Rum Cake Scent Circle und den Wild for Fall. Cozy Vanilla Pumpkin kennen wir ja schon. Ich erwähne es nur noch mal. Ernte frischer Kürbis und warme, behagliche Vanille abgerundet mit einem Hauch von Zimt. Ja. Marble Rum Cake. Ein kleines Stückchen Himmel gefüllt mit Butter, Rum, Zimtzucker, Vanilleglasur und einem köstlichen Ahornsirup. Leute, wenn ich das vorlese, läuft mir das Wasser im Mund zusammen. In meinem Doppelkinn hier sammelt sich's schon. Es hört sich auch sehr, sehr spannend an. Wild for Fall. Bewundern Sie die hochaufragenden, aufregend, ich bin aufgeregt, mein Gott. Bewundern Sie die aufragenden Douglasientannen, während Satsuma-Mandarinen und goldene Sonnenblumen ihrem Herbstabenteuer eine neue Wendung geben. Hört sich auch interessant an, holt mich aber nicht so ab wie die beiden davor, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Also die Scent Circle wird es geben in der Duftrichtung. Dann gibt es unser Dreier-Kombi-Seifenangebot. Genau in derselben Duftrichtung. Natürlich wird es auch das Dreier-Angebot der Bars geben. Auf das bin ich auch schon gespannt. Und ja, wenn ihr dieses Dreier-Angebot nicht kaufen wollt, gibt es noch einen Trick. Geht mal in euren Club. Da bekommt ihr mit Sicherheit diese Bars wieder einzeln. Also, ihr könnt eine Clubbestellung aufgeben und dann habt ihr diese Bars auch einzeln im Verkauf mit drin und müsst ihr nicht im Dreier-Kombi-Angebot. Im Dreier-Kombi-Angebot, was wollte ich sagen? Im Dreier-Kombi-Angebot kaufen, wenn ihr nur zwei oder einen Duft davon wollt. Also Club, denkt dran, weil ihr könnt diese Düfte auch immer in euren Club legen. Deshalb funktioniert das dann. Denkt an die 240 Punkte, ihr legt es euch jetzt an und dann könnt ihr nochmal zuschlagen. Ja, dann wird es geben die Sensi-Öle. Und die Sensi-Öle, ich habe mir da aus der letzten Weihnachtskollektion habe ich noch was da. Und die Sensi-Dreieröle kommen ja immer als 5-Milliliter-Packen. Da wird es geben, Achtung, Vanilla Raspberry ich hätte ein Päuschen draus gemacht. Potion. Oh Gott. Ein verführerisches Elixier aus Vanille und Himbeere mit einer Prise Davanakraut. Davanakraut? Was ist Davanakraut? Keine Ahnung. Ich google mal dazu. Apple Cinnamon Scone. Bratapfel umhüllt von Zimtzucker und einem Spritzer Apfelmost. Ihr lacht euch jetzt schon wieder wegen meiner Aussprache. Kippelig, ich weiß. Aber jetzt kommt was, was ich kann. Karamell Cinnamon Cupcake. Ein köstliches Konfekt aus Vanille, Ahorn und Zimt beträufelt mit Karamell. Kinder, ich habe noch nichts gefrühstückt. Ich habe Hunger, wenn ich sowas lese. Das werden die drei Sensi-Öle sein. Die kommen wie immer in so einem tollen Metallbox. Und ich zeige es euch mal. So wird es aussehen. Ja? Und dann sind diese drei Öle in so einem Schaumstoff-Tetra-Pack
ja, Ummantelung, dass denen nichts passiert. Die Fläschchen sind dann so groß. Im Gegensatz zu unseren. Hier seht ihr mal den Unterschied, wie groß die dann sind. Also hier sind 5 Milliliter drin und das sind ja unsere Original-Sensi-Öle. So, das packe ich jetzt wieder ganz vorsichtig weg. So. Wir gucken weiter. Dann wird es geben, Achtung, es wird die elektrische Duftlampe geben, Haunting Good Time. Die gab es letztes Jahr schon und die Haunting Good Time habe ich noch hier. Das ist dieses schwarze Häuschen und die Haunting Good Time ist ja aus Blech. Und damit ihr seht, wie die aussieht, packe ich die für euch ganz, ganz schnell aus. Beziehungsweise schnell ist relativ, weil da ist wieder viel Styropor drin. Hier oben liegt gleich das Glasschälchen, wo das Wachs erwärmt wird drin. So, ich habe schon wieder Stellhaare. Schaut euch das an. Wir haben hier das Oberteil der Lampe. Und das ist so ein bisschen, also es ist nicht direkt schwarz, es ist so grauschwarz. Ihr seht das schon, ja? Es schimmert auch so ein bisschen grün. Ich habe jetzt, man kann diese kleine Fledermaus aufstellen, aber dann passt sie nicht in den Karton rein. Deshalb habe ich die so nach hinten gelegt. Klappt auch wunderbar. Dann ist drin, ich muss gucken, dass ich nicht die Glühbirne gleich rausflatschen lasse. Rappel, rappel. Und ihr hört auch, dass das Blech ist, ne? Ich habe die Glühbirne noch eingeschraubt, habe nur die Schutzfolie drauf gelassen. Da hatte sich der kleine Geist etwas verkantet. Und ihr seht, die zwei Elemente sind bunt und der Rest ist auch wieder in diesem Schwarz-Grau gehalten. Total mystisch. Hier oben kommt dann die Glasschale rein. So. Muss ein bisschen aufpassen, mein Mikrofon ist in letzter Zeit echt empfindlich, was die Geräusche angeht. Und so sieht das Häuschen dann aus. Ganz kleiner Tipp, die Glühbirne könnt ihr zum Beispiel auch in grün euch einschrauben, wenn ihr eine grüne habt. Und dann sieht das noch mystischer aus, wie mit der hellen Glühbirne. Und auch wenn es eine Blechlampe ist und ich von Blechlampen nicht 100% überzeugt bin, gefällt mir die noch am allerbesten von unseren Blechlampen. Ich stelle sie mal euch in den Hintergrund etwas hin. Und wenn die runterfällt, dann ist sie nicht gleich kaputt, weil ich bin ja so ein Lampenzerstörer. Ja, so, also die Lampe wird es geben. Dann blätter ich noch mal schnell weiter. Es wird geben die Jack-O-Lantern. Das ist unsere kleine Kürbislampe. Ich muss mich wieder ein bisschen zur Seite stellen. Die wird es geben. Nicht, dass ich euch was Falsches erzähle. Quatsch, Jack-O-Lantern. Leute, Leute, Leute. Das war die Cut It Out. Das war die kleine Lampe. Ich habe die nur jetzt eben schnell gesehen und dachte, hä? Nein, total cool. Achtung, hier. Es wird den Duftventilator geben, den ich eben gerade mit der anderen Kürbislampe vom letzten Jahr verwechselt habe. Ja. Und der Duftventilator wird auch beleuchtet sein. Ich habe es nämlich gerade mal geguckt. Also der hat nach unten hin Licht. Und das ist einer für die Wandsteckdose, Jack-O-Lantern. Dann wird es geben Lumius Leaves mit Unterteil für den Tisch oder als Wandsteckerlampe.
Das ist so eine ähnliche Lampe wie Gilded Leaves. Und Lumius Leaves hat auch Blätter, ist nicht ganz so golden und ist in diesem Jahr ganz neu. Ist ungefähr 10 cm hoch, ist eine Glaslampe. Und diese strahlende elektrische Mini-Duftlampe bringt ihre Herbstabende zum Leuchten. Sie zeigt fein detaillierte goldene Blätter von einem warmen, bronzefarbenen Hintergrund. So. Dann wird es natürlich die Duftblume Dahlia Darling in Marble Rum Cake auch noch geben. Es wird Marble Rum Cake Sensi Pots geben. Und unseren tollen neuen Reisetwister, den wird es auch in Marble Rum Cake geben. Sind wir schon gespannt drauf. Dann, ich muss ein paar Sachen überblättern, weil ich es ein bisschen vorsortiere. Also die Harry Potter Sachen kommen gleich. Das Ganze wird auch, also alle unsere drei neuen Herbstdüfte, wird es auch immer als Pottduft und als Duftblume geben. In dem Fall reiche ich jetzt noch Wild for Fall nach als Pottduft und als Duftblume. Ja. So, und dann hatte ich ganz weit oben auch noch was übersprungen, weil das da mit reinkam. Da blätter ich jetzt noch mal hin. No, wir fangen mit Harry Potter an. Ihr wisst ja, dass Harry Potter kommt und genau, auf Harry Potter gibt es auch einen Run. Das sage ich euch jetzt auch schon. Und zwar, oh, ich schütze hier gerade, wird es die Hedwig geben. Die Hedwig kommt zu uns als Sensi Buddy. Und ich blende es euch jetzt so mit ein, ja. Das ist Hedwig. Ja. Und Hedwig hat hier, könnt ihr so ein bisschen sehen, einen Brief an den Füßen dabei. Da seht ihr es ein bisschen besser. Ist das nicht süß? Und die Hedwig füllt man mit einem Scentpack. Ja. Die kann man auch, also ein Scentpack ist immer dabei. Und interessanterweise hat die jetzt einen hellblauen Scentpack dabei. Ich guck mal rein. Kuscheln Sie sich an ihre eigene Schneeeule. Unser Sensi Buddy Hedwig bleibt treu an ihrer Seite und kommt sogar mit einem besonderen Lieferung, einen Aufnahmebrief für Hogwarts. Nur für Sie. Jeder Buddy beinhaltet einen Sandpack Ihrer Wahl. Der Brief ist abnehmbar. Also, falls euch der Brief da unten an Hedwigs Füßen stört, könnt ihr den abmachen. Hedwig wird kommen. Es wird kommen. Zurück aus unserem Tresor. Natürlich die Duftlampe. Ja, das Schloss. Hogwarts. Die kommt zurück. Dann kommt zurück natürlich unsere Kollektion, die ihr aber auch einzeln kaufen könnt. Der vier Düfte Hauses kommt zurück. Ja. Die vier Düfte lesen sich auch wie folgt. Die sind aufgeteilt in Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff und Ravenclaw. Und Gryffindor riecht nach Bravery and Determination. Ach, hell. Gryffindor ist beschrieben mit Bravery and Determination. Wagen Sie ein Rennen durch rauchige Wälder, während Amber und ein Hauch von elegantem Zimtblatt Ihnen auf der Reise Wärme spenden. Slytherin, Cunning and Ambition. Waldhölzer verbergen dunkle Geheimnisse in frischem Eichenmoos und einer unheimlichen Schicht süßer Brombeeren. So, Hufflepuff, just a loyal. Die große Halle lockt mit süßen standfesten Noten von goldenem Apfel, aufgeschlagener Vanillemandel und Zimtzucker.
Ravenclaw. Wit and Wisdom. Eine raffinierte Mischung aus Wildleder und Sandelholz wird durch den Zusatz von geschmeidiger Vanille gemildert. Das sind die vier Duftrichtungen der Hogwarts Houses Duftkollektion. Wie gesagt, es gibt sie dann auch einzeln, ne? Ihr wisst, 9,25 € kostet immer ein lizenzierter Duft. Oder aber in unseren lizenzierten Düften kann man ja auch als Dreier- oder als Sechser-Pack kaufen. So, dann wird es ganz neu was dazu geben. Und zwar kommt die Plattform 9¾ zu uns. Wie die aussehen wird, zeige ich euch jetzt gleich. Das ist im Prinzip der Zug, der aus dem Dreiviertel oder auf dem Dreiviertel 9¾er Bahngleis fährt, und da kommt sozusagen aus dieser Wand heraus, ja, der ist hier vorne ein bisschen beleuchtet, das zeige ich euch aber gleich, weil dieses Foto gibt es auch im Dunkeln. Also ihr seht, es ist eigentlich ein Elementwurmer mit einer kleinen, ja, Birne vorher als Zugbirne. Alles einsteigen in den Hogwarts Express. Die kaminrote elektrische Duftlampe Plattform 9¾ steht bereit, die Schüler in die Schule der Hexerei und Zauberei zu entführen. Es ist genau der richtige Akzent für Harry Potter-Fans, die sich ihre eigenen magischen Abenteuer erträumen. Wie gesagt, es ist ein Elementwürmer, er ist handbemalt und circa 17 cm hoch. Und ihr dürft dann eure Lieblingsdüfte im Hogwarts 9¾-Plattformzug sozusagen erwärmen. So, dann wird es noch ein Buddy geben. Ja, und zwar die schwarze Katze kommt. Die schwarze Katze könnt ihr auch mit einem Sandpack eurer Wahl füllen. So, muss ich es drehen. Und hier hinten seht ihr das dann. Ja, dass ihr den Buddy hier, den Buddy mit dem Sandpack füllen könnt, ja. Die Katze wird kommen. Hat jetzt nichts mit Hogwarts zu tun. Das war das, was ich überblättert hatte. Und dann ganz, ganz neu und als Abschluss dessen, was im September in der Herbstkollektion sein wird, Wizard World Harry Potter Duft wird es geben. So sieht er aus. Und jetzt lese ich euch noch schnell die Duftbeschreibung vor. Prickelnder Zitrus und grüner Apfel beleuchten Mahagoniholz, während Vanille und ein Hauch von Amber Wärme und Charme verbreiten. Ich bin super gespannt darauf. Hört sich auch wieder mega geil an. Mein Duft eigentlich. Ja, Vanille ist mit bei. Wunderbar. Also freut euch auf Harry Potter. Freut euch auf Wizard World, den neuen Duft. Könnt ihr auch schon in den Club legen, wenn ihr wollt. Dann im September. Ab 1. Es wird eine Warteschleife geben, ganz klar. Es wird Warteschleifen geben, ja, ab 1. ca. 20 Uhr. Das war jetzt die Vorstellung der Herbstkollektion. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wie gesagt, es wird noch eine neue Whiffbox geben und den Duft des Monats und die Duftlampe des Monats. Und lasst euch überraschen, was es im Herbst noch geben wird, beziehungsweise im September. Da kommt noch mehr und da freuen wir uns drauf. Und ich werde auch eine Sammelbestellung anbieten. Es wird natürlich da auf diese Sachen eine große Nachfrage geben. Deshalb sage ich euch immer, bestellt lieber selber, dann habt ihr die Chance eher, als wenn ich jetzt 10 Lampen davon kaufen muss und dann 5 Badesalze und 3 Handseifen. Das hält mich im Eintippen immer länger auf, wenn ich so eine Sammelbestellung habe. Klar, ich werde sie euch nach wie vor anbieten, kein Thema, aber bei solchen Aktionen ist es halt immer so, dass ihr einzeln besser dran seid, sie zu bestellen, weil ich muss ja auch immer dann in eure Sammellinks gehen, in eure Sammellinks sage ich schon,
in eure eigenen Shopping-Links, falls ihr die habt, und muss da bestellen und dann da wieder raus. Und das dauert viel zu lange. Also bitte bei solchen Aktionen immer euch selber euren Shopping-Link füllen und selber bestellen. Ist sicherer, als wenn ich die Sammelbestellung mit angebe. So. Ich werde heute Nachmittag noch einen Abschluss-Schwimmkursstunde von meinem Sohn besuchen. Das hat Riesenspaß gemacht. Wir haben 10 Tage hintereinander bis aufs Wochenende. Da haben wir pausiert. Da haben wir wirklich schwimmen gelernt. Die Schwimmlehrerin ist und war begeistert von den Kindern. Das ist ein Kurs, wo ganz viele Kinder schon relativ gut schwimmen konnten. Sie haben alle ihr Seepferdchen geschafft. Ja. Und ich bin, ja, bin mal gespannt, was heute. Die Eltern dürfen heute an den Beckenrand und von daher bin ich gespannt, ja, freue mich und Herbstkollektion, freut euch drauf. Ich freue mich auch drauf. Ich wünsche euch jetzt, auch wenn Freitag ist, schon mal vorab ein schönes Wochenende. Ich werde das ganze Wochenende unterwegs sein. Weiß nicht, ob ich so viel posten werde und kann, was ja, Infos angeht, weil ich, wie gesagt, 2 Tage komplett unterwegs sein werde. Ich freue mich drauf und freut euch auch drauf, was kommen wird, die Überraschung. Und von daher wünsche ich euch vorab ein schönes Wochenende. Kommt gut rein und genießt die Zeit. Tschüss!